Da scheint ja jemand die Ruine gucke ich mir jetzt mal an. Da scheint ja jemand zu sein, der irgendwie aggro auf uns ist. Dich hol ich mir! Okay, hi, hallo. Das sind also gleich drei. Scheint sich um Banditen zu handeln. Da unten ist ein Setzerbrot. Wie sieht's denn an dem Ufer aus hier? Ja, auch eins. Sehr gut. Noch zwei Stück. Noch zwei verdammte Setzerbrote. Da ist noch ein. Ist hier vielleicht noch eins? Leider. Hier vielleicht noch irgendwo. Da, ein Setzerbrot. Oh mein Gott. Jetzt reise ich einfach schnell dahin. Dann kann ich die Scheiße nämlich auch abschließen. Tag, hallo. Setzer. Ach, warum weckst du mich? Ich habe Proviant für dich. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Zeig her. Hier, das Setzerboot sollte reichen. Du bist ja der geborene Sammler. Okay. Jetzt dahin. Was meine Unterstützung angeht,
Ich habe mich um Irdor gekümmert. Und? Gab es Probleme? Nicht der Rede wert. Gute Arbeit. Sein Einsatz da draußen ist sehr wichtig für uns. Unsere Setzlinge sind jeden Aufwand wert. Hier, nimm diese Splitter und spül dir damit mal so richtig die Kehle durch. Die Lauferei hat dich sicher durstig gemacht. Wie mache ich mich? Eine der Wachen hat gesagt, du taugst was. Das alleine überzeugt mich noch nicht. Bond sagt, du hast ihm bei seinem Mutantenproblem geholfen. Außerdem bist du ihm bei der Ernte zur Hand gegangen. Gute Arbeit. Du hast bei den Werkern wohl Eindruck hinterlassen. Ornir sagt, du warst ihm eine große Hilfe. Meine Frau scheint große Stücke auf dich zu halten. Du hast mir bei der Sache mit Irdor geholfen. Das muss ich dir lassen. Eine große Hilfe scheinst du bei der Geschichte mit dem verschwundenen Elex ja nicht gerade gewesen zu sein. Ich denke, du kannst noch weitaus mehr für uns tun. Streng dich an. Wahrscheinlich wäre es besser, wenn ich den anderen mit dem Elex-verseuchten Bruder direkt verraten hätte. Vielleicht hätten die hier irgendwie Gnade walten lassen und Hilfe geholt oder was. Auf jeden Fall hätte es mir einen Pluspunkt gebracht. Aber sei es drum. Immer dieser Technikkram. Halt die Schnauze. Sei es drum, das ist ein... Naja, Punkt. Achso, da wollte ich hin. Dann gehen wir mal zum Konverter und holen diese Maschinenteile. Würde ich sagen. Mal gucken, ob ich mit der hier noch sprechen kann wegen der Nachschubgeschichte. Steckst du in Schwierigkeiten? Das kannst du laut sagen. Der Eisenclan hat mir regelmäßige Lieferungen aus dem verbotenen Tal versprochen. Und? Wo bleiben meine Lieferungen? Gar nichts bekomme ich. Faules Pack. Wird Zeit, dass Meister Thorald von seiner Pilgerreise wieder zurückkommt. Warum erzähle ich dir das überhaupt? Kann ich helfen? Ja, vielleicht kannst du das tatsächlich. Angrims Männer sind ein unfähiger Haufen gesetzesversessener Idioten. Ich war schon 100 Mal bei Angrim und habe gefragt, wo mein Nachschub bleibt. Alles, was ich höre, ist, sie sind noch unterwegs. Die sind schon verdammt lange noch unterwegs. Langsam glaube ich ihm das nicht mehr. Könntest du nicht mal mit Angrim reden? Vielleicht erzählt er dir ja mehr als mir. Ich rede mal mit Angrim. Damit würdest du mir einen großen Gefallen erweisen. Frag ihn, wo meine Essenslieferungen aus dem Tal bleiben. Auch wenn die Jäger und Fischer dort nicht meine einzigen Quellen für Nachschub sind, kann ich nicht auf sie verzichten. Okay, sie kann mir was beibringen? Was kann mir denn der Händlerin beibringen? Bring mir etwas bei. Natürlich. Aha, 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 okay. Mir fehlen Attributspunkte. Alter! Das will ich haben! Das muss ich haben! Okay, ich muss 15 Punkte Intelligenz dazu bekommen und 25 Punkte Gerissenheit. Das heißt, ich muss 4 Stufen aufsteigen, um den Scheiß zu bekommen. Und dann muss ich das unbedingt machen. Darauf spare ich auch jetzt. Scheißegal, was passiert. Dann kriege ich nämlich pro Stufe immer das Doppelte an Punkten. Hätte ich das mal früher entdeckt.
Ah. 5x Setzerbrot, okay. Hier war das ja mit den toten Banditen. Schneller hoch da. Mal gucken, ob die mich auch killen wollen. Dich hole ich mir. Tatsächlich, ey, alter Schwede. Au. Okay, die sind einfach noch überstark, Alter. Dich hole ich mir. Ja? Ach Leute, wird euch das nicht langweilig? Was war das? Hallo? Ich weiß noch nicht so recht, wo ich lang soll. Seid ihr auch Bandidos? Komm her, du! Ah.
Okay. Lauf! Ich hab eine Idee. Schneller. Okay, mein Plan ist halbwegs aufgegangen. Halbwegs zumindest. Und da draußen liegen immer noch zwei, drei Leichen, die ich jetzt noch plündern kann. Was ich auch versuchen werde. Schneller funktionieren oder ich muss erst dem Stein ausweichen.